Heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. So lautet der Wochenspruch aus dem Hebräerbrief, mit dem ich Sie, liebe Gemeinde, ganz herzlich begrüßen möchte, aus der Versmalter Petrikirche. Ja, wir wollen versuchen, Gottes Stimme zum Klingen zu bringen. Mit Musik, mit Worten aus der Bibel, mit Predigt und Gebet wollen wir ihre Herzen erreichen. Soll es hell werden, wo es gerade dunkel ist. Mit Gottes Hilfe möge es gelingen. Und so feiern wir Gottesdienst in seinem Namen, im Namen Gottes, des Vaters, der uns unser Leben geschenkt hat, im Namen des Sohnes, Jesus Christus, der uns ewiges Leben verheißen hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns in unserem Leben immer wieder neu begeistern will. Dabei dürfen wir wissen, dass unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Friede sei mit euch. Wir lesen Worte aus Psalm 119. Herr, dein Wort bleibt für immer und ewig. So unverrückbar wie der Himmel hat es Bestand. Deine Treue zu uns gilt ohne Ende, so unerschütterlich wie die Erde, die du erschufst. Himmel und Erde bestehen bis heute, weil du es so willst, denn dir muss alles dienen. Hätte ich nicht Freude an deinem Gesetz gehabt, dann wäre ich in meinem Elend umgekommen. Dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Es ist süßer als der beste Honig. Dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist mir jede Art von Falschheit verhasst. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Herr, gib mir festen Halt, wie du es versprochen hast, dann lebe ich wieder auf. Lass nicht zu, dass ich vergeblich hoffe. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Gott, ein neuer Tag in unserem Leben ist angebrochen. Und wir sind unterwegs in diesen Tag hinein. Auf jeden von uns warten Erfahrungen, die am Abend zu unserer Lebensgeschichte dazugehören. Und so wachsen wir Tag für Tag, werden zu Menschen mit Ecken und Kanten, mit Schwächen und Stärken, mit Siegen und Niederlagen, mit all dem, was uns zu einmaligen Menschen macht. Wir bitten dich, hilf uns im Leben zu wachsen, nicht in die Höhe, auch nicht in die Breite, sondern in die Tiefe eines Vertrauens, dass es mit uns und dem Leben auf dieser Erde ein gutes Ende nimmt, dass nichts umsonst war, sondern alles seinen Sinn hatte. Auch die Momente und Situationen, bei denen es kein gutes Ende gegeben hat, bei denen der Ausgang nicht einmal mehr offen,
sondern einfach schlimm war. Erbarme dich über diese Erinnerungen und Erfahrungen mit dem Geschenk der Hoffnung. Wir bitten dich im Vertrauen auf Jesus Christus und rufen dich an. Gott hört unser Rufen und Bitten, unser Schreien und Klagen, und Gott antwortet. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das Evangelium steht bei Lukas im 8. Kapitel. Ich lese die Verse 4 bis 8. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf den felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dorngestrüpp. Diese schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass es sie schließlich erstickte. Die übrigen Körner überfielen auf fruchtbarem Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Auf die Worte aus der Heiligen Schrift antworten wir mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich lade Sie ein, zu Hause mitzusprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, womit würden Sie Ihr Leben vergleichen? Mit einem Baum, der einmal gepflanzt worden ist und nun wächst, der Zweige und Früchte hervorbringt, der Lebensringe ansetzt und dem dann irgendwann die Blätter abfallen und der Saft ausgeht? Oder vielleicht mit einer Kerze, die angezündet worden ist und nun herunterbrennt, bis sie verlöscht? Oder mit einer Sanduhr, die Sekunde für Sekunde kleine Körnchen in ihre untere Hälfte durchlässt und so oben immer leerer wird, bis es irgendwann einmal soweit ist, dass das letzte Körnchen durchgelaufen ist und damit die Zeit auch abgelaufen? Es gibt viele Bilder und Vergleiche für unser Leben. Aber alle, die ich kenne, haben immer das gleiche Ende. Es wird im Laufe immer weniger, bis zum Schluss nichts mehr da ist. So ist der Lauf der Welt und so ist unser Leben. Unsere Zeit läuft ab, unsere Kräfte lassen nach und irgendwann zu einem Zeitpunkt, den wir zum Glück nicht kennen, ist es zu Ende und hinterlässt vor allem Trauer und Tränen. Nachdenklicher, trauriger Anfang einer Predigt, aber doch wahr. Oder? Liebe Gemeinde, im Gleichnis, das Jesus erzählt, wir haben es in der Lesung von Pia gehört, ist das Besondere, dass es eben nicht, wie in anderen Vergleichen, mit immer weniger endet, sondern mit immer mehr. Am Ende steht hundertfache Frucht und kein morscher Baum, keine abgebrannte Kerze, keine leere Sanduhr. Natürlich wusste Jesus auch, dass das Leben mit dem Tod endet. Ich glaube aber, worauf es Jesus bei dem Vergleich ankommt, ist die Sichtweise, mit der wir Menschen durchs Leben gehen. Oder vielleicht besser, die Einstellung, mit der wir unser Leben leben. Sie kennen vielleicht den Vergleich mit dem Glas, das nur halb voll ist. Oder ist es doch nur halb leer? Das kommt doch aufs Gleiche raus, sagen Sie? Nein, eben nicht. Jesus will Mut machen, an ein gutes Ende unseres Lebens zu glauben. Denn er kennt die Angst vieler Menschen, dass alles einmal im Nichts endet. Jesu Gleichnis ist ein Gleichnis gegen die Angst, im Leben zu kurz zu kommen oder zu verlieren. Keine Angst, sagt Jesus, euer Leben, es nimmt ein gutes Ende. Dass wir so etwas glauben können, ist alles andere als selbstverständlich. Denn wir machen im Laufe unseres Lebens ja auch ganz andere Erfahrungen. In kurzen Sätzen, mit wenigen Worten nur, erzählt Jesus von solchen Erfahrungen. Er erzählt davon, was wir immer wieder spüren, was wir immer wieder erleben. Er erzählt von Vergeblichkeit, von Dürre und von Versagen. Er erzählt von Samenkörnern, die auf den Weg fallen, die zertreten werden. Von Körnern, die auf Felsen liegen und keine Wurzeln entwickeln können. Von Körnern, die nicht wachsen können, weil sie klein gehalten werden von dem Dornengestrüpp. Ja, so vieles ist vergeblich im Leben. So oft gibt es Rückschläge. Da arbeitet man hart und schwer für den Lebensunterhalt, für sich selbst, für die Familie. Man tut, was man kann. Man versucht, ehrlich und verantwortungsbewusst und nicht nur auf das eigene bedacht zu sein. Dann kommt eine Krankheit, schwer und nicht zu heilen. Und all das, was man sich aufgebaut hat, mit viel Mühe,
Das liegt auf einmal am Boden. Zerbrochen, zertreten, zerstört. Und jede und jeder von uns kann hier seine eigenen Geschichten erzählen. In kurzen Sätzen Jesu, liebe Gemeinde, in seinen wenigen Worten finden sie sich wieder, die Menschen um ihn herum. Ja, so ist es. So geht es zu im Leben. Ganz bestimmt nicht immer gerecht und oft schmerzhaft und zum Kopfschütteln. Und so wie im Gleichnis gleich dreimal vom Scheitern des Wachsens die Rede ist, so ist das auch im richtigen Leben. Genau das erleben wir ja seit einem Jahr, in dem die Welt stehen geblieben zu sein scheint. Jesus aber bleibt nicht stehen. Sein Gleichnis geht weiter. Endet nicht da, wo wir gerade mit unseren Gedanken sind. Beim Tod, beim Scheitern, beim Versagen, bei der Angst vor Ansteckung und seinen Folgen. Die meisten Körner, so heißt es im Gleichnis, sind auf guten Boden gefallen und brachten das Hundertfache der Aussaat an Ertrag. Damit will Jesus unseren Blick auf die vielen kleinen oder größeren Erfahrungen in unserem Leben richten, wo es mit uns und mit dem, was wir getan haben, ein gutes Ende genommen hat. Wo sich der Einsatz gelohnt hat, wo wir heute wirklich den Eindruck haben, wir sind vorwärts gekommen, wir haben etwas geschafft. Ich denke an etliche Momente in meinem Leben, wo ich gesagt und gemeint habe, Gott sei Dank, das ist doch wirklich gut geworden. Jesus sagt, schaut mal genau hin und dann werdet ihr entdecken, dass die Erfahrungen im Leben, die ein gutes Ende genommen haben, dass die überwiegen. Die meisten Körner sind auf guten Boden gefallen. Als Christ heute zu leben, könnte danach heißen, darauf zu vertrauen, dass jeder Mensch wie ein Stück fruchtbares Land ist, auf dem am Ende sehr viel mehr gewachsen als liegen geblieben ist. Und wir werden heute dazu ermutigt, unser Leben daraufhin anzuschauen, wie viel Gutes bisher gewachsen ist und auch noch wachsen wird. Liebe Gemeinde, Jesu Worte wollen mir Ruhe vermitteln, mich trösten und aufatmen lassen. Aber es gibt auch eine Zumutung. Die Zumutung, die Aufgabe, hinter mir zu lassen, was war. Mich frei zu machen von den Dornen und von den Verletzungen der Vergangenheit. Von dem, was mich immer wieder runterziehen will. Das ist nicht so einfach. Ich weiß, wie ich es jetzt sage. Aber es ist doch mehr als einfach nur Kopf hoch, das wird schon wieder. Jesu Worte muten mir zu, mich nicht zu verstecken, mich nicht hängen zu lassen, sondern mich zu öffnen und zu lösen von dem, was belastet und bedrückt. Sie muten mir auch zu, Kritikfähigkeit zu behalten bei dem, was mich überschwemmt an Informationen und mich nicht einlullen zu lassen. Ja, sie muten mir zu, den hundertfachen Ertrag in der Zukunft zu suchen, vielleicht als Licht am Ende des Tunnels. Und so sage ich, ja, ich will nicht nur mein eigenes, sondern ich will unser aller altes Leben zurück. Es darf gerne anders sein, achtsamer, wertschätzender, aber ich will es zurück. Und mit Gottes Hilfe, dem Gott, der uns segnet und der uns Gutes will, mit seiner Hilfe wird uns das auch gelingen. Daran glaube ich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unseren Glauben an Jesus, den Christus. Amen. Thank you.
Gott, wir glauben dich an unserer Seite, denn du hast uns versprochen, bei uns zu bleiben, alle Tage bis zum Ende der Welt. Dein Wort steht. Ja, und deshalb ist das so, dass wir uns eigentlich keine Sorgen zu machen brauchen um unser Leben. Eigentlich. Aber ganz vielen von uns fällt es schwer, ganz gelassen der Zukunft entgegenzusehen. Vieles, was war, kann gerade nicht mehr sein. Abstand statt Nähe. Ellbogen statt Händeschütteln. Einsam statt gemeinsam. Telefon statt Besuch. Und so kommen wir zu dir und bitten dich für uns und für alle, die beim Gedanken an die Zukunft ein mulmiges Gefühl im Bauch haben. Wir bitten dich um Geduld und Ausdauer. Wir bitten dich, den ewig Gestrigen zu widerstehen, deren verschwörerische Gedanken aus fruchtbarem Boden zu fallen scheinen, statt zertreten zu werden. Wir bitten dich besonders für die Menschen, die zurzeit fast gar nicht aus ihren vier Wänden herauskommen, dass sie immer wieder neu Zeichen menschlicher Nähe spüren dürfen. Wir bitten dich für die Menschen, die in Einzelhandel und Gastronomie ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Wir denken an die Schülerinnen und Schüler, die nur zu gerne wieder mal in die Schule gehen würden. Wir verstehen die Sorge der Menschen, die ihre Arbeit verloren haben. Ja, wir bitten dich besonders für diese hochbelasteten Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern, Altenheimen und Wohngruppen. Wir bitten dich, Gott, um Kraft und Mut und um Glauben, dass unser Blick in die Zukunft nicht von Angst verdunkelt, sondern durch Zuversicht geweitet wird. Gemeinsam beten wir so, wie Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in die neue Woche mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.